Als ehemaliger Staatsanwalt kann ich nur den Kopf schütteln über die beiden Anträge von Bündnis 90, die Grünen und Linksfraktionen. Die einen wollen das sogenannte Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit ahnden, die anderen wollen es komplett straflos stellen. Neu ist dieses Anliegen nicht. In der 12., 13. und auch in der 18. Wahlperiode wurden vergleichbare Anträge eingebracht, zu Recht ohne Erfolg. Worum geht es hier? Diese Anträge sind genau das, was man den Kollegen von der FDP regelmäßig und oft auch begründet vorwirft. Klientelpolitik. Nur, dass die Klientel der Grünen und Linken eben nicht Hotelkonzerne oder Apotheker sind, sondern Personen, die unsere Rechtsordnung und unseren Staat ablehnen. Ihn auf Plakaten auch mal, Zitat, als mieses Stück Scheiße bezeichnen und sein, Zitat, Verrecken fordern. Es sind Personen, die sich ihre Unwilligkeit, für den eigenen Lebensunterhalt arbeiten zu gehen und sich gesellschaftlichen und rechtlichen Regeln zu unterwerfen, schönreden, indem sie sich selbst zu Opfern der Gesellschaftsordnung erklären. Überproportional viele der Täter gehören übrigens zu den, wie Frau Merkel sagen würde, wenn sie jetzt da wäre, Menschen, die noch nicht lange hier leben. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik von 2016 sind beim Vorwurf der Beförderungserschleichung 74.000 von 160.000, also etwa die Hälfte, nichtdeutsche Tatverdächtige. Natürlich schreiben Grüne und Linke in ihre Antragsbegründungen nicht hinein, dass es im Grunde darum geht, die deutsche Staatlichkeit weiter auszuholen und der Verachtung für unsere Gesellschaft und ihre Regeln weiter Vorschub zu leisten. Die Straflosigkeit des Ladendiebstahls wird Ihre nächste Forderung sein, während Sie umgekehrt bei der immer stärkeren Kriminalisierung von Meinung oder Gesinnung Vollgas geben. Sie behaupten wahrheitswidrig. Arme Menschen würden entweder vom Personennahverkehr ausgeschlossen oder kriminalisiert. Natürlich muss ein Leben mit Hartz IV verdammt hart sein. Aber haben Sie schon mal etwas von Sozialtickets gehört? Ihr Antrag beleidigt jeden Menschen in Deutschland, der mit einem geringen Haushaltseinkommen wirtschaften muss und sich trotzdem rechtstreu verhält. Hier wird also niemand in die Kriminalität gedrängt, der nicht schon ohnehin rechtsfeindlich denkt. Dies wiederum muss konsequent strafrechtlich sanktioniert werden, gerade auch bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Und es passt auch ins Bild, wenn die Linksfraktion darauf Bezug nimmt, dass eine Verurteilung wegen Beförderungserschleichung zu einer Ausweisung führen könnte. Meine Damen und Herren, es ist doch gerade Sinn und Zweck von Ausweisungstatbeständen, zumindest theoretisch, aus dem Fehlverhalten von Ausländern die Konsequenz zu ziehen, dass deren Aufenthalt in Deutschland zu beenden ist. Und wenn Sie ernsthaft behaupten wollen, dass in Deutschland eine Verurteilung wegen Beförderungserschleichung ursächlich für eine Ausweisung sein könnte, dann haben Sie keine Ahnung von der Rechtspraxis. Schwarzfahren wird verfolgt, weil es hier um den Schutz eines individuellen Rechtsguts vor dessen bewusster Verletzung geht. Beim Falschparken geht es dagegen um die Sicherheit des Straßenverkehrs, wofür eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit eben ausreicht. Angesichts der hohen Dunkelziffer bei Beförderungserschleichungen ist es auch geradezu obszön, wenn im Antrag der Linksfraktion davon die Rede ist, dass hierdurch kein besonderer gesellschaftlicher Schaden entstünde. Die Kosten der Schwarzfahrer, meine Damen und Herren, zahlen die ehrlichen Benutzer der Verkehrsmittel und der Steuerzahler. Auch ihre Bezugnahme auf die erforderliche kriminelle Energie geht daneben. Warum bleibt dann Unterschlagung strafbar? Gerade weil es sich um ein Massendelikt handelt, hätte es für das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung eine verheerende Wirkung, die Strafbarkeit der Beförderungserschleichung abzuschaffen. Denn was geschieht wohl in Zukunft mit dem Rechtsempfinden von all denjenigen, die sich ihrer Zahlungspflicht nicht entziehen? Ihr Ansatz, dass verbotene Verhaltensweisen faktisch toleriert werden, wenn nur häufig genug gegen das Verbot verstoßen wird, führt zur Erosion des Rechtsstaats und zum Verlust der Akzeptanz des Rechts. In der Zukunft dann auch bei Ehrenmorden? Ja, die Verfolgung von Massendelikten stellen Polizei und Justiz, vor allem auch im Bereich der Vollstreckung, vor große Herausforderungen. Aber Ihr Ansatz ist doch dafür keine Lösung. Wenn Sie Polizei und Justiz wirklich entlasten wollen, dann helfen Sie einfach mit, unsere Grenzen besser zu schützen und unterstützen Sie die Abschiebung von Ausländern ohne Aufenthaltsrecht. Die polizeiliche Kriminalstatistik sagt Ihnen weshalb.
Die Fraktion der Alternative für Deutschland stimmt der Verweisung in den Ausschuss zu. In der Sache lehnen wir Ihre Anträge ab. Danke. Stellen Sie doch einfach Herr eine Zwischenfrage. Mir steht eine Kommentierung als Präsident zu Redebeiträgen nicht zu. Ich möchte nur zur Objektivierung festhalten, dass für die Erfüllung, des objektiven Tatbestands der Beförderungserschleichung die Staatsbürgerschaft und Nationalität überhaupt keine Rolle spielt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Der vorgestern vorgelegte Antrag der FDP beschäftigt sich mit einem naheliegenden steuerrechtlichen Problem, das uralt ist und auch früher schon einmal gelöst war. Der Grunderwerbsteuer als staatliche Verhinderung für Eigentumsbildung breiter Vermögensschichten. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass in Deutschland nur rund 45% der Einwohner Wohneigentum haben, obwohl über 2/3 der Menschen mit oberster Priorität dieses Ziel verfolgen, und das seit Jahren und seit Jahrzehnten. Zutreffend wird festgestellt, dass Deutschland damit in der EU das Schlusslicht ist. Nicht erwähnt wird, dass dies einer der Gründe dafür ist, dass etwa die Bürger Griechenlands und Italiens doppelt bzw. dreimal so wohlhabend sind wie die deutschen Bürger. Es wird auch nicht erwähnt, dass die geringe Steuerlast in diesen und vielen anderen Ländern die Ursache für den Wohlstandsvorsprung in diesen Ländern ist gegenüber Deutschland. Was tun? Die FDP kommt zu einer minimalinvasiven Lösung, die nicht unähnlich zu der Lage der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist. Bis 2006 betrug die Belastung mit Grunderwerbsteuer bundeseinheitlich 3,5% der Kaufpreise. Dies führte zu einem Aufkommen von 6 Milliarden. Das sind 0,6% der damaligen Gesamteinnahmen und 1,3% der damaligen Steuereinnahmen. 2017 betrug das Aufkommen aus dieser Steuer 13 Milliarden, somit rund 1% der Staatseinnahmen und 1,75% der Steuereinnahmen. Für die Staatseinnahmen also, verehrte Frau Kollegin von der CDU, ein völlig bedeutungsloses Geschehen, dafür jedoch extrem verwaltungsaufwendig. Wieso eine Verdopplung des Aufkommens der Grunderwerbsteuer in 10 Jahren, eine Verdopplung des Steueraufkommens? Dafür gibt es 2 markante Gründe. Erstens die Europolitik der EZB, zweitens die Änderung des Grundgesetzes. Die Nullzinspolitik der EZB hat maßgeblich den Immobilienboom mit Blasencharakter herbeigeführt. Daher die exorbitanten Preissteigerungen aller Immobilien und ergo die Einnahmen der Grunderwerbsteuer. Beteiligung an spekulativen Wertzuwächsen. Der Bundesgesetzgeber hat den Ländern die Kompetenz übertragen, Artikel 105 Absatz 2a, die Steuersätze ab 2,6 selbst festzulegen. Das sollte im Wettbewerb um siedlungswillige Bürger zu einer Absenkung der Steuerlast führen. Das war damals die Idee und wurde so argumentiert. So wenig ein Mops eine Wurst bewacht, so wenig ist die Begehrlichkeit des Fiskus nach Steuern zu zügeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das können Sie hier wieder wunderbar austesten. Alle Länder haben fleißig von ihrer neuen Kompetenz Gebrauch gemacht. Sie haben den Steuersatz erhöht, allein 7 Länder in den letzten Jahren auf 6 und 6,5%, also, meine Damen und Herren, um über 70%. Sie können sich aber vorstellen, außer vielleicht dem Wasserstand bei Hochwasser, was sich noch in diesem Maße geändert hätte. Nebenbei ist anzumerken, dass etwa in Hessen parallel hierzu, zu der Grunderwerbsteuer, die Grundsteuer um über 50% in den letzten Jahren gestiegen ist. Und wenn eine Stadt wie Berlin einen Grundsteuerhebesatz von über 800%, das als Nebenbemerkung hat, dann ist jede Klage der Politik über hohe Mieten eine Heuchelei. Das nur am Rande. Was hier abläuft, eben nicht nur hier, ist lupenreine Konfiskatorik. Die Summe der öffentlichen Einnahmen, meine Damen und Herren, ist seit 2010 um fast 40% gestiegen. 40%. Das Gleiche gilt für die Steuereinnahmen. Das Bruttoinlandprodukt ist im gleichen Zeitraum um 12% gestiegen. Das Volkseinkommen um gut 20, also etwa halb so hoch wie die Staatseinnahmen, meine Damen und Herren. Hier findet eine jährliche Umverteilung vom Privatsektor auf den Staatssektor statt, meine Damen und Herren, und zwar mit listigen Methoden.
Der FDP-Antrag will nun für die Trendwende, für die Eigentümergeneration einen Lebensfreibetrag bis zu einem Höchstwert von 500.000 gewähren. Zudem sollen die Länder, so steht das da drin, von den Erhöhungen des Steuersatzes absehen. Das steht da drin. Das Letzte gehört, wie dargestellt, in die Kategorie frommer Wünsche. Mit Politik hat es nichts zu tun. Der Lebensfreitag, den gab es in den 70er und 80er Jahren aus genau den gleichen Erwägungen. Für alle, die aus welchen Gründen auch immer häufiger ihren Lebensmittelpunkt wechseln und gerne immer in ihrer eigenen Hütte wohnen, was verständlich ist, ist das eine Gemeinheit. Wer sich also bewegt und umzieht, der muss dann fünfmal im Leben die Grunderwerbsteuer zahlen, weil er, wenn er sechsmal umzieht, einmal befreit ist. Das kann keine Lösung sein. Und für alle die, die in Ballungsräumen leben, ist es eine grobe Ungleichbehandlung gegenüber denen, die in der Fläche leben, weil die Immobilien viel teurer sind. Wenn sie mit einem einheitlichen Grundfreibetrag, Steuerfreibetrag arbeiten, ist das natürlich genauso ungerecht. Aus diesen und einigen anderen Gründen wurde bereits in den 70er Jahren die Abschaffung der Grunderwerbsteuer erwogen, ernsthaft erwogen. Es ist höchste Zeit, diesem Gedanken wieder näher zu treten. Das hätte dann etwas von Trendwende, meine Damen und Herren, von der FDP, welche diesen Namen verdient. Die AfD neigt dieser Sichtweise zu, sieht dies allerdings als ein Thema in einem größeren Steuerreformpaket, das auch das Grundsteuerthema, das wir an der Backe haben, mit dem wir uns sehr intensiv befassen sollen, einbeziehen sollte und insgesamt eine nachhaltige Kommunalfinanzierung in den Blick nehmen müsste. Wir fordern Sie alle auf, eine solche wirkliche, kausale, langfristige und seriöse, steuertheoretisch durchdachte Lösung mit uns zu machen. Herzlichen Dank.